Allerherzlichst willkommen zurück bei The Last of Us. Wir sind jetzt, glaube ich, kurz davor, dem Tommy zu begegnen. Wir hatten eine sehr tragische Folge mit dem Sam und dem Henry jetzt hinter uns. Und, ach, guck mal, ein Blumentopf mit Pillen. Ach, weißt du was? Dann kann ich direkt mal Banken der Waffe machen. Ja, die Folge war tatsächlich sehr tragisch, finde ich. Aber jetzt sind wir hier am Staudamm. Es ist mittlerweile Herbst. Die Kleidung hat sich ein kleines bisschen verändert. Und jetzt sind wir hier beim Staudamm kurz davor, den Henry zu treffen, denke ich. Nicht Henry, Tommy. Henry. So, Karte des Kraftwerks haben wir hier. Eine Karte des Kraftwerks. Wunderschön. Toll, toll, toll. Okay. Dann gehen wir mal zum Tommy. Wenn wir hier irgendwie reinkommen. Ach, guck mal. Wag es ja nicht, die Waffe zu ziehen. Pistole weg, sofort! Ellie, tu, was die Dame sagt. Okay. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. Mein verdammter Bruder. Tommy? Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt. Ja. Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am? Danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her? Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Und wie? Falscher Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Oh, Mann. Wir haben endlich mal jemanden gefunden, den wir Freunde nennen können. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Eine wunderschöne Familienzusammenführung. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Ah, Ellie kann reiten. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wäre klasse. So. Hey, danke, Tommy. Kein Ding. Okay, weiter mit der Führung. Moment, Tommy. Ich muss mal hier ein bisschen Pferde streicheln. Kommst du heute Morgen zurück? Ich warte auf Hause und die anderen, die mich ablösen. Wir kommen klar, du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden, ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Ja, was gibt's denn hier schon für ein Zuhause oder was man so nennen kann. Kommt der Tommy mit? Was ist sein Problem? Tommy? Was ist sein Problem? Ah, jetzt können wir. Okay. Maria. Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Steve bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Oh, wie lieb sie uns gewonnen hat. Das ist das sechste Mal, dass sie es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon.
Ich hab da was für dich. Was? Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Oh. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Okay. Oh nein. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, oh. Ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Nur ein Bild von seiner Tochter und ihm. Blöd, dass er das nicht mitgenommen hat, dass er das so verdrängt. Ja, warte, Tommy, ich komm gleich. Ich gehe erstmal gucken, ob es Loot gibt bei euch. Ah, siehste, hat sich doch schon gelohnt. Oh, voll. Der Revolver ist voll. Laden wir den auf jeden Fall mal nach. So, da geht dann wieder was. Da haben wir noch hier ein paar Pfirsiche oder Bohnen. Ah ne, Pillen. Sehr schön. Ja, ah, der Tommy ist da. Okay. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Das waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Aber wir tun es. Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun, wenn das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Und vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Tja, so richtig... Oh, guck mal, nochmal Munition. So richtig safe ist das ja alles nicht, ne? Aber es ist immerhin besser, als wie es den meisten geht. Haben wir hier vielleicht noch was, Tommy? Ja, wahrscheinlich eher weniger. Fünf Teile. Momentan, weil echt jetzt, er kommt da nicht durch. Momentan läuft es ganz gut mit den Teilen. Ach, guck mal, ein Hund. Na, Kleiner? Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Ja, braver Hund. Aber er ist wie ein Freund. Na, oh, schön. Hä, wo ist er rein? Ah, hier. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Na Jungs. Glaubst du es nicht? Ich hab nichts gesagt. Ich wette um 1 Million, es geht. Klar. Um 1 Million. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Ahnung. Rauchbomben, 10 Sekunden länger. Wow. Nutze ich zwar selten, aber ganz gut. Warte, Tommy, ich gehe mich nochmal umsehen. Kennst ja das Spiel mittlerweile. Ah, guck mal, eine Werkbank. Dann mal los. Wir haben zwar einiges an Teilen, einen zweiten Pistolen. Oh, das können wir eigentlich mal machen, so viel wie wir jetzt hier haben, ne? Komm, machen wir das einfach direkt mal, einen zweiten Pistolenhalfter. So. Sehr schön. Genau, sehr schön. Joel, du sagst es. Dann können wir jetzt wahrscheinlich zum Tommy gehen. Okay, das ist gut. Anfangen.
Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Nur noch eine Moment. Hey, das war's. Fertig? Mach schon. Drück drauf. Es geht los. Ui, ui, ui. Ja, cool, es läuft. Das hätte ich nicht gedacht. Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln. Na, siehst du? Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, stimmt, er schuldet ihnen 2 Millionen. Reden wir. Da war doch was. Ach so, das ist ein Ziegelstein. Na gut. Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ah, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfach Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal! Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, hä? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja. Ja, oh geil. Es gibt zwischen Tommy und Joel auch noch Ärger, denn das war ja so klar. Das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, mal die neue Waffe hier auszuprobieren. El Diablo. Ja, die haut auf jeden Fall so durch. Die hat Durchschlagskraft. Ich würde hier einmal auch noch ganz gerne hergehen, weil hier bestimmt noch gut ist irgendwo. Aber krass, dass jetzt ausgerechnet dann ein Angriff kommt, ne? War ja irgendwie klar. Aber... Ah, dass der Tommy jetzt nicht die Ellie da übernehmen will, kann ich sogar irgendwie... Uiuiui. Ein Stück weit nachvollziehen. Firefly-Anhänger. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt irgendwie alles einfach immer kacke. Es ist halt The Last of Us. Ich hoffe nur, dass bei dem Angriff jetzt keiner irgendwie umkommt. Gehen wir gerade nachladen, dann gehen wir hoch. Das ist ein Gegner? Nee, das ist Tommy, okay. Da oben ist einer.
Wie ich ihn einfach nicht treffe, wenn er direkt vor meiner Fresse steht. Viel zu gut, ey. Okay, haben wir sie soweit. Einmal Munition für den Diablo. Wow. Okay, da. So, den haben wir doch erwischt. Ja. Erstmal ins Bein und dann schön nochmal weggesnackt. Ja, wir sollten die Waffe mal wechseln. Die hat nicht mehr allzu viel Muni. No. No. Ja, krass. Ein Medipack, nice. Und die Karte können wir jetzt auch mitnehmen. Alter, sie kommen ins Gebäude. Kommt ihr irgendwie raus? Nein, keine Chance. Wir kommen für euch. Lass nur. Oh Mann, hoffentlich passiert keinem was. Maria, oh verdammt. Eine Axt. Okay, aber... Ja, damit kann man bestimmt one-hitten. Ich nehme die mal mit. Ich habe noch keine Axt. Auch wenn das eine mehr Haltbarkeit hat. So, wo sind sie? Okay. Ah, nee. Der ist von uns. Aber da hinten ist einer. Okay, den haben wir schön weggeholt. Nehmen wir mal jetzt hier das Gewehr. Einfach weil es zwei Patronen hat. Hier oben ist jetzt gerade keine. Ah, da. Oh, okay. Erwischt. Kommt noch einer? Oh, da kommen noch einige. Gut, weißt du was? Ah, zu nah. Oh, verdammt. Das hat sich ja richtig gelohnt. Wie ich ja hinter dem scheiß Monitor hergeguckt hab, Mann. Oh, oh, oh. Okay, Medipack nehmen. Das war ja auch wieder eine geile Aktion, ne? Geh doch in Deckung, Joel, Mann. Ach, echt jetzt? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Leute, Mann. Stellen wir mal noch mal eins her. Ach, der mal. Ja, okay, wir können jetzt nur drei haben. Jetzt hätte ich direkt zwei gemacht. Aber wir haben noch eins auf Tasche auf jeden Fall dann jetzt zum Herstellen. Eieiei. Ach komm! Hat das denn bald mal? So. Tommy, geh doch weg von meiner Fresse, Mann. Es kann doch nicht euer Ernst sein. Eieiei. Okay, wir müssen die Waffe auf jeden Fall mal wechseln. Die haben die Mollys aber ganz schön fies geworfen. Ne? Meiner ist ja auf halber Strecke verhungert und von denen, die kommen genau ran. Ey. Wie ich auch noch gesehen habe, wir. Wo? Oh. Wie ich auch noch gesehen habe, wie er genau auf mich flog, der Molly. Okay. Puh. Ihr müsst zu den Frauen. Ich bin schon da. Ja, ja, ohne Momento. Ich muss hier erstmal schön looten. Was war nämlich schon wieder ein heftiger Kampf jetzt hier. Ich habe schon wieder ganz schön gut verkackt. Manchmal da läuft's und manchmal halt Joel. Nicht so, ne? Jetzt mach schon. Was denn? Ah. Ach, der Schatz.
Ja, ja, komm, laber nicht. Okay, wir müssen die Waffe mal wechseln auf jeden Fall. Die hat nicht mehr so viel. So, okay, das war's. Sie gehen runter. Mal schnell alles ganz so richtig smoothie eingesammelt. Ah. Ja, wo hängen die denn rum? Da ist einer. Ja, ja. Miss Care. Der Miss Care kann ihm mal ganz böse geben. Tommy? Maria! Alles okay? Oh, oh, oh. Verdammt knapp. Okay, wir müssen gerade mal craften. Ist okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel, oh Mann, sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg. Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria! Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, wo lang? Komm mit. Oh nee. Ellie, was machst du denn? Ich wollte auch noch looten hinten. Hilf den anderen da aufzuräumen. Okay, seid vorsichtig. Ja, ruhig, ruhig. Ja. Da sind Spuren. Okay, dann Gas. Schade, dass ich nicht mehr ganz so viel looten konnte da jetzt, aber ja, so ist das halt. Ne? Wenigstens haben Joel und Tommy sich jetzt soweit wieder vertragen und nachdem Tommy dann gesehen hat, wie das mit Joel und Ellie da abläuft, hat er seine Meinung auch nochmal geändert. Wir finden sie, keine Sorge. Dieser Dickkopf. Macht sie das öfter mit dir? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Aber Ellie ist jetzt natürlich angepisst, dass sie sich wegen ihr streiten und dass, ja, vielleicht ahnt sie, dass Joel Tommy damit beauftragen will, sie weiterzuführen. Und dann kommt ihr auf so dumme Ideen hier. Ihr überlebt allein doch nicht. Also, vielleicht ein bisschen, aber auf Dauer. Hier geht's nicht weiter. Und nun? Hier? Sieht mir da noch aus? Jo. Ellie, was soll das denn los? Ja,
Wunderschön ist es hier. Wunderschön. So, und bevor wir hier jetzt runtergehen, beenden wir erstmal die Folge. Spuren. Okay, gut. Mit dieser wunderschönen Aussicht. Wir sind bei Tommy und er hat eingewilligt, Ellie wegzubringen. Mal schauen, ob wir sie jetzt noch finden und wie das Ganze dann weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut und haut rein. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber Hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Wenn du in der Dunkelheit verloren bist, such nach dem Licht. Vertraue auf die Fireflies.